Herzlich willkommen zum Video. Ich beantworte hier eure Fragen von Instagram. Das mache ich jetzt einmal pro Woche. Und ich habe hier eine Frage, da möchte ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar das Thema, wie mache ich meine Preispolitik? Und zwar, wie bepreise ich Produkte und Dienstleistungen? Jetzt habe ich hier die Frage, und zwar Komplettoptimierung der Webseite, Mobile sowie PC. Wie viel verlangen bei einem mittelständischen Unternehmen? So, und jetzt im Bereich Preispolitik gibt es für mich primär drei unterschiedliche Wege, wie ich meine Preise finde. Und zwar, der beliebteste kommt am Ende. Punkt Nummer eins ist, ich schaue mir natürlich den Vergleich am Markt an. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich, je nach Produkt. Weil, wenn ich jetzt ein Proteinpulver verkaufe zum Beispiel, okay, kann ich einfach auf Amazon gehen, schauen, was ist das Premium-Produkt, was sind die durchschnittlichen Preise, was sind so die Discount-Preise. Dann kann ich mich daran irgendwo anpassen. So, das heißt also, ich kann einfach nur recherchieren, mir Angebote einholen, im Internet gucken, und dann sehe ich ungefähr, wo ist der Preis am Markt für unterschiedliche Arten dieses Produktes. Und man darf aber nicht vergessen, dass die Preispolitik und der Preis an sich schon maßgeblicher Bestandteil der Positionierung ist. Jetzt möchte ich mal ein Beispiel nennen. Und zwar, sagen wir mal, ich habe jetzt drei Bohrmaschinen. Die erste Bohrmaschine kostet 70 Euro, die zweite 150, die dritte 400. Was glauben wir damit, was assoziieren wir dann gleich mit diesen Bohrmaschinen? Qualität. Wir denken, die günstige, ja, die ist wahrscheinlich mehr oder weniger Schrott. Die kann ich ein paar Mal für zu Hause nehmen und danach geht die oftmals schon nicht mehr. Dann bei der zweiten denken wir, das wird wirklich was Ordentliches, was Solides, was Normales sein. Und dann beim dritten denken wir, wow, sicherlich super Qualität, super Firma, super Service, funktioniert top, viel Umfang im Bereich Zubehör, wahrscheinlich ist das das Beste. Also man muss ganz vorsichtig sein mit dem Preis, den man wählt, weil dann wird man gleich einkategorisiert, da tut man sich gleich positionieren auch im Endeffekt und der Kunde assoziiert auch gewisse Eigenschaften, nicht nur mit dem Produkt, sondern auch mit dem Preis. Ganz wichtig. Und es ist auch viel schwieriger, mit dem Preis später nach oben zu gehen, wie mit dem Preis runterzukommen. Das heißt, wenn ich jetzt einen günstigeren Preis angebe und meine Zielgruppe, die gewöhnt sich an diesen günstigeren Preis, dann die Preise zu heben, ist schwieriger als andersrum, von hohen Preisen ab und zu mal die Preise auch zu senken oder nach unten anzupassen. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, den man absolut nicht vergessen darf beim Thema Preis. Welche Leute wählen meistens den günstigeren Preis? Das sind meistens Leute, die vielleicht nicht das Kapital haben und die vielleicht auch selber gerade aktuell Schwierigkeiten haben. Das heißt also, in meiner Erfahrung sind wirklich meistens die Kunden, die weniger bezahlen, auch oftmals wirklich diese Problemkunden, mit denen dann auch die gesamte Zusammenarbeit oftmals schwierig ist, die sich viel beschweren und so weiter. Und die Kunden, die mehr zahlen, mit denen ist das gesamte Arbeiten meistens angenehmer, weil sie selber eben auch meistens im hochpreisigeren Segment unterwegs sind, professioneller unterwegs sind. Und man muss da ganz genau überlegen, für welche Zielgruppe mache ich das Ganze auch. Also das ist ein Punkt, den man sich wirklich im Hinterkopf behalten muss. Und ich bin lieber im Premium-Segment unterwegs, als im Mittel- oder als im Massensegment. Das wäre jetzt also mal das Thema Preisbildung über so einen Vergleich. Dann der zweite Punkt wäre folgender, und zwar, ich schaue mir meine eigenen Kosten an. Also ich mache eine gewisse Deckungsbeitragsrechnung und schaue mir an, was habe ich denn für Marketing, Vertriebs,
Rohstoff, Produkt, Personal, Kosten, dann was will ich für eine Marge aufschlagen. Und da gibt es auch für unterschiedliche Branchen unterschiedliche Hebel. Zum Beispiel im E-Commerce oder bei Amazon, wenn ich jetzt da einen Preis habe im VK von 100 Euro, dann darf ich eigentlich nur ein Fünftel bis ein Zehntel als Produkterstellungskosten haben. Man denkt jetzt oft, okay, ich kann jetzt ein Produkt für 90 Euro produzieren, für 100 Euro verkaufen. Das geht meistens. Man muss meistens wirklich bei 10 Euro aufschlagen auf 50, 60, 80, 100 Euro, weil die Personalkosten und das Ganze eben da noch mit rein müssen. Ich hoffe, es windet gerade nicht zu sehr. Und ein zu geringer Preis führt wirklich zu einer absoluten Abwärtsspirale. Und zwar, erstens mal, ich bekomme problematischere Kunden, aber zweitens mal, ich habe ja weniger Geld. Klar, der Preis ist geringer, also habe ich ja weniger Geld, um Mitarbeiter zu bezahlen. Weniger Geld für Mitarbeiter bekomme ich im Regelfall die schlechteren Mitarbeiter, weil die besseren Mitarbeiter, die wollen ja auch besseres Gehalt. Also ich habe meistens schlechtere Mitarbeiter. Dann ich habe weniger Geld für Entwicklungskosten. Das Zweite, ich habe weniger Geld für die Qualität meines Produktes, für die Weiterentwicklung. Ich habe weniger Geld für den Produktsupport. Das heißt, ein zu günstiger Preis ist meistens eine absolute Abwärtsspirale und das sollte man wirklich vermeiden. Da einfach wirklich eine bessere Zielgruppe, eine bessere Präsentation, ein besseres Marketing, einen besseren Vertrieb, ein besseres Verkaufsgeschick und lieber versuchen, höhere Preise durchzusetzen. Und jetzt komme ich zu Punkt Nummer 3. Und Punkt Nummer 3, der ergibt sich nicht aus dem marktüblichen Preis, nicht aus meiner Kostenrechnung, sondern ich schaue mir den Mehrwert an, den der Kunde hat. Und das geht primär bei Produkten, die auch einen finanziellen, einen klar messbaren finanziellen Mehrwert beim Kunden bringen. Und dann nehme ich mir eben davon einen gewissen Teil. Ich mache wieder das Beispiel aus dem letzten Video. Wenn ich jetzt einen Kunden habe, das kann jetzt beispielsweise sein, ein Handwerksunternehmen, Bereich Klimatechnik, die bauen Klimaanlagen ein. Die machen 5 Millionen Euro Umsatz und haben das Problem, dass sie viele Aufträge ablehnen müssen oder sehr stark nach hinten verschieben müssen, weil sie einfach nicht die Personalkapazität haben. Wenn ich jetzt also diesem Unternehmen helfen kann, dass sie jeden Monat 50 neue Bewerbungen bekommen und 2, 3, 4 neue Mitarbeiter einstellen können, dann kann es sein, dass die ein Jahr später viel mehr Kundenanfragen abwickeln können und somit 6 Millionen Euro Umsatz machen. Wenn ich jetzt noch ein E-Training mache, Prozessdigitalisierung, sie noch weitergehend berate, dass sie so arbeiten wie ein Branchenexperte, also dass sie so arbeiten wie die besten Mitbewerber in ihrer Branche, dann macht er zum Beispiel 1 Million Euro mehr Umsatz und auch eine bessere Marge. Und dann kann ich mir ausrechnen, was seine finanzielle Mehrwertsituation ist, zum Beispiel 300.000 Euro mehr Gewinn pro Jahr. Nur mal so ein Beispiel. Und wenn jetzt er pro Jahr 300.000 Euro mehr Gewinn macht, dann ist es ja für ihn gar kein Problem, mir 50, 100, 150 Euro für meine Dienstleistung, für mein Produkt zu bezahlen. Ja? Das heißt also, ich kann auch diese Preise dann am Kunden individuell machen, anhand vom Mehrwert, den ich dem Kunden liefere. Und das machen wir auch bei uns bei der Unternehmensberatung sehr häufig so. Man kann sich da außerdem informieren auf s-und-partner.com. Oder an diese Telefonnummer schreiben, Beratungsgespräch, dann melden wir uns, dann zeigen wir ganz klar auf, wie wir auch dein Unternehmen im Bereich Mitarbeitergewinnung, Prozessoptimierung, Software, Marketing, Vertrieb aufs nächste Level bringen und dann eben auch hier ein individuelles Angebot erstellen. Und das sind also die drei Methoden, die ich nutze. Ich hoffe, ich habe die Frage dann damit
gut beantworten können. Und ich hoffe, dass jetzt auch du besser weißt, was du für eine Preispolitik fahren möchtest, wie du dich positionieren möchtest. Ja. Ich war früher ein wahnsinniger Stotterer. Heute nicht mehr, aber ab und zu kommt es immer mal noch durch. Dann, was für eine Art Zielkunde willst du und welche Preispolitik möchtest du eben dementsprechend machen? Und gerade auch in Deutschland verkaufen sich sehr viele Firmen unter Wert und wir beraten auch sehr häufig die Firmen, wie sie ihre Preispolitik und ihre Angebotsstruktur und ihre Produkte ändern bzw. anpassen können. Das war's vom Video. Gerne abonnieren, gerne wieder einschalten und bis zum nächsten Mal. Alle Fragen einfach in die Kommentare. Tschüss.